Hallo, mein Name ist Markus Klettke und ich zeige euch heute von Joyo das D-Seed. Das D-Seed ist ein zweikanäliges Digital-Delay. Erst einmal etwas zu der Marke Joyo. Joyo ist ein chinesischer Hersteller und ist eigentlich dafür bekannt, berühmte Effektgeräte wie Tube Screamer oder Blues Driver oder sowas günstig in Fernost nachzubauen. Das D-Seed geht hier einen etwas anderen Weg. So ist dieses Delay eigentlich eine Art Eigenentwicklung von Joyo. Schauen wir uns erst einmal an, was sich auf dem Delay befindet. So haben wir einen Mixregler. Dieser ist für das Volume der Echos verantwortlich. Dann haben wir einen Mode-Regler. Wir sehen schon Mode 1, 2, 3, 4. Das steht für die vier verschiedenen Delay-Typen, nämlich Copy, Analog, Modulation und Reverse. Und dann haben wir einen Time-Regler. Der bestimmt praktisch die Zeit vom Spielen bis das erste oder bis die Echos eintreten. Und dann haben wir noch einen Feedback-Button. Und dieser Feedback-Button sagt praktisch, wie viele Echos das Delay machen soll. Ansonsten haben wir noch einen Bypass- und On-Schalter. Und wir haben noch einen Channel-Schalter. Und da kommt jetzt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ein zweikanäliges Delay. Das bedeutet, wir können uns zwei Presets einspeichern und müssen so live nicht mehr erst runter auf das Delay-Pedal und müssen es umstellen. Ansonsten befindet sich noch an Bord ein External Switch. Den muss man natürlich dazu kaufen, das ist so einer. Und so kann man über den Switch dann Preset A und B abrufen. So, kommen wir nun zu den Sounds. Fangen wir nun mal an bei Sound 1. Sound 1 ist Copy. Und Copy ist ein ganz gewöhnliches Digital-Delay. Das bedeutet, das Signal, was man reingibt, wird eigentlich auch immer wieder wiederholt. Wir hören uns das mal kurz an. Es ist sehr präsent. Gehen wir nun zu Mode 2. Mode 2 haben wir jetzt Analog. Hier wird ein analoges Delay auf Transistorenbasis simuliert. Und was man jetzt gleich hören wird, ist, dass das Delay nicht mehr so präsent ist. Das bedeutet, das Attack von der Gitarre ist nicht mehr wie bei dem Copy-Delay bei allen Echos immer noch vorhanden. Das heißt, es wird immer dumpfer pro Echo. Wir hören uns das mal kurz an. Das eignet sich natürlich dann dafür, wenn man nur etwas Raum in seinem Gitarrenspiel schaffen möchte, wenn man das ganze Gitarrenspiel, einfach den ganzen Gitarrensound etwas breiter machen möchte. Ich mache das mal kurz vor, wie ich es nutzen würde, nämlich einfach in ganz normaler Songbekleidung. Wir hören uns mal kurz im Vergleich an. Hier das Analog Delay. Copy. Analog. So, kommen wir nun zu dem dritten Mode, nämlich Modulation. Hier passiert jetzt folgendes, nämlich dass das Delay einfach mit einem Phaser oder einem Chorus einfach gemixt wird und dadurch so ein bisschen psychedelic Sound entsteht. Hört euch einfach mal an. Eigentlich immer sehr an den Modulationsschalter beim Analog Man von Electro Harmonix. Muss man einfach mögen. Kommen wir nun zu Mode 4
Und das ist eigentlich der richtig experimentelle Mode. Nämlich hier haben wir jetzt den Reverse Mode. Hier wird praktisch alles, was wir hineinspielen, verkehrt herum im Delay wieder dargestellt. Hört es euch an. Das waren jetzt die Modes, die ihr praktisch abrufen könnt. Und wie gesagt, jeder einzelne Mode ist dann in einer dieser beiden Presets praktisch abspeicherbar. Wir sehen jetzt auch schon hier, dass eine rote Lampe leuchtet. Das bedeutet, wir sind gerade im Writing Mode. Und wir können das Ganze einfach speichern, indem wir es länger drücken. Und dann ist das gespeichert. Was bleibt mir noch zum Joyo zu sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht wirklich mit hohen Erwartungen rangegangen bin, weil man neigt ja sowieso immer dazu, ein bisschen verblendet zu sein von dem ganzen TC Electronic Kram und so, den ich mit sehr großer Leidenschaft spiele. Und ich muss allerdings sagen, für den Preis und dieses Effektgerät ist wirklich, es ist ein sehr flexibles Delay Pedal und es liegt gerade mal bei meines Erachtens 79 Euro. Das ist unfassbar, was da für eine Qualität von Sound rauskommt. Es ist ein True Bypass Pedal, das ist vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen. Und ich würde einfach vorschlagen, checkt es mal aus. Kauft es euch entweder beim Music Store oder Thomann, da ist es rebranded von den ihren Hausmarken Fame und Harley Benton. Oder bestellt es direkt bei Amazon, da hat Joyo einen Direktvertrieb. Und ansonsten spiele ich euch jetzt noch ein kleines bisschen was vor. Mir hat es wie immer Riesenspaß gemacht. Macht's gut!